Zum Vatertag, eine Geschichte von Peter Phönix. Jetzt sage später nicht, du hättest von nichts gewusst. Zum Vatertag. Janine schreibt Lisa eine E-Mail, im Betreff steht Vorbereitung für den Vatertag. Liebe Lisa, mache nun zum Vatertag Nägel mit Köpfen. Ich habe Folgendes dafür organisiert: 6 Säcke, 25 Kilo Spielsand. Ein Fischernetz und Muscheln zum Dekorieren. Eine Harpune. Ein kleiner Heuler fürs Vergnügen. Ein Eimer mit Förmchen. Eine Schaufel. Ein Kasten Bier. Eine Piccolo Champagner. Eine Tüte Gummibärchen. Ein Glas Rollmöpse. Ein Glas Sardellenfilet. Zuerst werde ich mich anbieten wie Sauerbier. Dann wird er vermutlich die Augen verdrehen, den Braten riechen und zur Ablenkung ins Bad gehen. Dort wird ihn hoffentlich nicht der Schlag treffen, wenn er sieht, was ich für ihn aus dem Hut gezaubert habe. Vielleicht wird das Ganze auch wie das Hornberger Schießen ausgehen, weil er überhaupt nichts kapiert. Vielleicht werde ich ihn auch bis aufs Blut reizen. Auf jeden Fall werde ich morgen den Neoprenanzug und die Neoprenschuhe anziehen und meinen Plan durchführen. Ich werde irgendwann das Badezimmer fluten, aber auch irgendwie vorher oder später Sandburgen bauen. Schön lecker Rollmöpse und Sardellenfilets kreativ verteilen mit Muscheln und dem Fischernetz. Akzente setzen, die Harpune und den Heuler positionieren und später den Fels in der Brandung suchen, quasi den Kasten Bier aufs Klo stellen. Wenn ich mit allen fertig bin, gönne ich mir ein Gläschen Champagner und warte dann später auf seine Reaktion, wenn er die Badezimmertür öffnet. Jetzt sage später ja nicht, du hättest von nichts gewusst und fällst aus allen Wolken, wenn er in einem völlig desolaten Zustand vor deiner Tür steht, um mit dir zu schlafen. Ganz liebe Grüße. Janine. Ja, die sonnige Hex bzw. die kleine Hex, die wünscht natürlich allen männlichen Wesen einen schönen Vater, Männer, bzw. Herrentag. Genießt einfach die schöne Geschichte von Peter Phönix und natürlich den besonderen Tag, der heute ist.